Schülers und seines Vaters, der von zu Hause telefonisch erste Hilferatschläge gibt, versucht Aaron nun mit Dave Sanders über seine Familienfotos aus seinem Portemonnaie zu sprechen. Ich glaube, das mit den Fotos hat ihm wirklich geholfen. So konnte er sich von dem ewigen, wo haben Sie Schmerzen, wie fühlen Sie sich, also diesen pessimistischen Ballast lösen und versuchen, zuversichtlicher an das zu denken, was ihm lieb und teuer war. Hört gut zu! Diese Schule ist tot! Patty Nielsen bleibt die ganze Zeit über am Telefon, sodass das Massaker in der Bibliothek auf Tonband mitgeschnitten wird. Okay. Während der Schießerei hört man, wie Dylan alles Mögliche zu den Leuten sagt, bevor er sie umbringt. Eric tut das nicht. Ein deutlicher Unterschied der Art und Weise, wie die beiden an jenem Tag vorgegangen sind. Es ist ungeheuer schwer, sich das anzuhören, selbst wenn man die Opfer und die mörderischen Täter nicht kennt. Ich konnte diese Stiefel durch die Regalreihen auf mich zukommen sehen und dachte nur noch, das war's dann. Wow, this is it, you know. And I was like, man, this. Ich ging davon aus, dass ich hier sterben muss. Es war schon ziemlich schockierend. It was pretty shocking, I guess. Wer ist da drunter? Los, gib dich mal zu erkennen. I said, it's John. Ich sagte, ich bin John, denn ich kannte ihn ja flüchtig. Ich hoffte, dass er sich daran erinnerte, dass ich kein Jock war und immer versucht habe, ihm mit Respekt zu begegnen. John Savage? Ja. Hey, Ding. Was macht ihr da? Ach, nur so ein paar Typen killen. Ah. Oh. It was just creepy. Es war einfach unheimlich. Ich sah dann zu ihm hoch und sagte, wirst du mich auch umbringen? Und er meinte, was? Der Feueralarm draußen. Also fragte ich lauter, wirst du mich auch umbringen? Are you gonna kill me? Wirst du mich auch umbringen? Nein, Mann, schär dich hier raus. Hau ab! Lauf schon. Na, lauf schon! Während das Morden in der Bibliothek ungehemmt weitergeht, wird das Polizeiaufgebot draußen laufend verstärkt. Einige Polizisten, die nur 30 bis 40 Meter entfernt sind, melden, dass sie zahllose Schüsse aus der Bibliothek hören. Inzwischen hat die Polizei auch eine gute Personenbeschreibung von Eric und Dylan. Doch erst nach einer weiteren halben Stunde dringen die ersten Polizisten in die Schule ein. Später wird die Polizei von widersprüchlichen Berichten sprechen, einem Heckenschützen auf dem Dach der Schule und dass von bis zu 8 Tätern die Rede gewesen ist. Darüber hinaus sollen Kommunikationsprobleme ein koordiniertes Vorgehen erschwert haben. Was die Polizei über diesen Tag am liebsten verschweigen möchte, ist, dass während dieser Hinrichtungen, während in der Bibliothek unschuldige Kinder ermordet werden, die Außentür der Bibliothek offen steht. Die Polizisten auf dem Rasen neben ihren Wagen hören also mit an, wie diese Kinder ermordet werden. Sie hören es, aber sie unternehmen nichts, um sie zu retten. Lassen zu, dass sie ermordet werden. Und ganz gleich, was sie heute sagen, das ist inakzeptabel. Und wenn sie sagen, dass sie an jenem Tag viele Kinder gerettet haben, ist das nicht wahr. Die haben sich alle selbst gerettet. Sie kamen allein aus der Schule raus. Ich hatte Angst, sie könnten es sich anders überlegen. Also lief ich so schnell ich konnte, falls sie mir in den Rücken schießen wollten.
Munition ist alle. Vielleicht sollten wir sie lieber abstechen. Würde viel mehr Spaß machen. Ich glaube, das hat mir bewusst gemacht, wie kurz das Leben ist. Wenn man jung ist, scheint es ewig zu sein. Als hätte man alle Zeit der Welt. Aber das stimmt nicht. Das 7 Minuten lange Gemetzel in der Bibliothek endet je kurz vor 11.36 Uhr. Obwohl Dylan jetzt einen der verhassten Schulsportler vor sich hat, beschimpft und bedroht er zwar Evan Todd, bringt ihn aber nicht um. Du pisst dir in die Hose, was? Gehen wir in die Commons? Ich habe hier noch was zu erledigen. Er scheint nur noch von dumpfer, unterdrückter Wut beherrscht zu sein. Als Eric und Dylan die Bibliothek verlassen, sind 12 Schüler der Schule tot. Ein Lehrer liegt im Sterben und weitere 23 Menschen sind verletzt. Viele davon sehr schwer. Es steckte kein Schema hinter diesem Massaker. Die Täter haben kein einziges ihrer Opfer deshalb exekutiert, weil sie es besonders hassten. Noch immer halten sich Hunderte von Schülern und Lehrern in anderen Teilen der Schule versteckt. Während Theresa immer noch zu telefonieren versuchte, warf sie einen Blick aus der Tür, um zu sehen, was los war, und entdeckte die beiden Attentäter, wie sie den Flur herunterkamen. Sie blieben genau vor unserem Raum stehen, um ihre Waffen nachzuladen. In der Tür war ein kleines Fenster, durch das sie direkt reinsehen konnten. Ich weiß nur noch, wie ich zur Seite gesprungen bin. Ich glaube, so viel Angst wie in diesem Moment hatte ich die ganze Zeit über nicht, weil sie so dicht bei uns standen. Ich erfuhr dann am nächsten Morgen, dass Dave gestorben war. Das war ein ziemlicher Schock für mich. Weil ich dachte, dass wir ihn rausschaffen, damit er operiert wird und langsam wieder auf die Beine kommt. Es nahm mich ziemlich mit, dass er gestorben war. Ich hatte getan, was ich konnte. Eric und Dylan scheinen jetzt ziemlich planlos durch die Schule zu gehen. Die geheimen Tagebücher und Videoaufzeichnungen von Eric zeigen eindeutig das Bild einer gestörten Persönlichkeit, die voller Größenwahn und Zerstörungswut ist. Dylan dagegen gibt allen Rätsel auf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Dylan die treibende Kraft gewesen ist. Eher, dass er sich da irgendwie hat reinziehen lassen. Ich glaube, dass Dylan von Eric beherrscht wurde. Ich hatte nach dem Massaker ein Gespräch mit Dylans Mutter. Daraus entnehme ich, dass Dylan immer versucht hat, für Eric da zu sein. Er hat sich ständig um ihn gekümmert, denn Eric hatte kaum Freunde, aber Dylan mochten die Leute. In der Cafeteria versucht Eric, eine der 9 Kilo Propangasbomben zur Explosion zu bringen. Möglicherweise ist dies sein erster Selbstmordversuch während des Angriffs. In den Monaten davor hatte Eric das Antidepressivum Zoloft verschrieben bekommen, das normalerweise dazu dient, zwanghafte Persönlichkeitsstörungen zu behandeln. Doch sein Zustand schien sich dadurch nur noch zu verschlechtern. Er hat seit 6 Wochen Zoloft genommen und sowohl von Mord- als auch von Selbstmordfantasien berichtet.